Hallo und herzlich willkommen zu GOJAX Weekly Video. Ich bin Nils Reiche. Zum DAX Trendcheck. Weiterhin in der Seitwärtsbewegung befindet sich der deutsche Leitindex aktuell. Den in der letzten Woche genannten Widerstand bei ca. 13.216 Punkten hat er zwar durchbrochen, einen wirklichen Impuls zum Ausbruch nach oben bewirkte dieser Durchbruch allerdings nicht. Er verharrt weiter in der Seitwärtsbewegung. Das Niveau bleibt allerdings unverändert hoch. Die Stimmung ist grundsätzlich positiv. Daher bleibt unsere Börsenampel auf grün. Zum Chart der Woche. Die Aktie von Lanxess befindet sich derzeit auf einem starken Niveau, erfüllt sämtliche Bedingungen, um in ein Depot aufgenommen zu werden, das auf Trendfolge setzt. Lanxess ist ein führender Spezialchemiekonzern mit Hauptsitz in Köln. Die Kernkompetenzen des im MDAX gelisteten Konzerns liegen in der Produktion, der Entwicklung und dem Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Lanxess erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro. Die Kölner beschäftigen in 33 Ländern ca. 14.400 Mitarbeiter. Das Unternehmen entstand 2004 durch die Ausgliederung der Chemiesparte und Teilen der Polymersparte von Bayer. Lanxess ging am 31. Januar 2005 an die Börse mit einem Eröffnungskurs von 15,75 Euro. Das Allzeithoch von knapp 74 Euro wurde am 19. Januar 2018 erzielt. Danach ging es in eine Konsolidierung, worauf ein Ausbruch in einen Abwärtstrend folgte, der Ende 2018 bei einem Tief von ca. 39,50 endete. Danach stabilisierte sich das Papier ein wenig und ging in einen leichten Aufwärtstrend über, der je im Corona-Crash endete. Danach folgte wieder eine vorsichtige Erholung. Anfang November erfolgte eine deutliche, fast senkrechte Aufwärtsbewegung. Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal sowie die präzisierte Jahresprognose wurden am Aktienmarkt gut aufgenommen. Die Société Générale stufte die Titel von Hold auf Buy hoch. Zu den Terminen. Osram Licht veröffentlicht am Mittwoch den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020. Am Dienstag werden die Daten zur Arbeitslosenquote in Deutschland und der Eurozone erwartet. Am Freitag werden diese Daten aus den USA erwartet. Weitere Analysen und Informationen finden Sie in unserem Börsenbrief GOJAX Weekly und auf gojax.de. Außerdem finden Sie uns auf YouTube und Facebook. Bleiben Sie besonnen und gesund. Bis nächste Woche.